not gonna waste my life dreaming of a day. I won't stand up and let you break my bones. I gotta learn to quit and fight with the ghosts. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Buchvorstellung. Heute soll es um dieses Buch gehen, Dark Elements, Steinerne Schwingen von Jennifer L. Armentrout. Und wir befinden uns hier in, ja, Washington DC in Amerika. Und die Welt ist nicht mehr so ganz unbefleckt, wie wir sie kennen, denn die sogenannten Wächter haben sich geoutet, dass sie auf der Welt existieren. Und Wächter sind eigentlich sehr reine Seelen, die die Menschheit nur vor dem Bösen beschützen wollen und sich zu diesem Zwecke in, ja, Gargoyles verwandeln. Also sowas wie so ein, ich habe es mir immer so ein bisschen vorgestellt, wie so ein Wasserspeier. Sowas in der Art ist das ja. Gebt mal bei Google Gargoyles ein, da gibt es ja auch schon einiges. Aber sie haben trotzdem noch so ein bisschen menschliche Gestalt, aber haben dann halt so eine steinerne Haut und haben dann so Flügel und wie auch immer. Ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall haben die sich geoutet, dass sie auf der Welt sind. Und ja, die Menschheit ist sehr zwiegespalten, ob sie das denn gut findet, dass die Wächter existieren oder nicht. Und hier kommt unsere Protagonistin Lila ins Spiel, denn Lila lebt bei den Wächtern, obwohl sie gar keine richtige Wächterin ist. Denn Lila ist sozusagen ein Hybrid. Sie ist halb Wächterin und halb Dämonin. Sie wurde von den Wächtern gefunden, als sie noch relativ jung war, denn sie wurde von ihrer Mutter ausgesetzt und auch anscheinend hat sie keinen Vater. Das erfahren wir erstmal überhaupt nicht. Und ja, das Problem ist, dass Lailas dämonische Hälfte ja nicht ganz einfach zu handeln ist, denn sie hat ständig das Bedürfnis danach, Seelen auszusaugen, also den Menschen ihre Seele zu rauben. Und ja, wenn das passiert, dann werden die Menschen sozusagen zu Geistern. Also sie würde damit die Existenz auslöschen, was natürlich nicht so toll ist. Ja, die Wächter haben sie zu sich genommen und haben sie quasi adoptiert und inzwischen kann sie eigentlich ihre dämonische Hälfte sehr, sehr gut in Schach halten und hilft den Wächtern, die Dämonen auf der Erde ja sozusagen zu fangen bzw. in die Hölle zurückzuschicken, denn Lila ist in der Lage, Dämonen zu markieren. Das bedeutet, sie rempelt sie aus Versehen an, also wenn sie einen Dämon sieht, den kann sie unterscheiden, weil sie kann Seelen sehen und Dämonen haben keine Seelen, deswegen kann sie das ganz gut einschätzen, wer ein Dämon ist und wer nicht. Und wenn sie die dann anrempelt, dann haben die sozusagen eine Lichtmarkierung, würde ich es fast nennen. Und abends gehen dann die Wächter sozusagen auf Jagd und suchen dann die Dämonen, die Lila am Tag markiert hat. Ja, und diesen Job führt sie schon relativ lange aus und ist eigentlich auch ganz gut damit, hat da eigentlich eine ganz gute Taktik gefunden. Jetzt kommt es dazu, dass sie eines Abends einen Dämon verfolgt, der eigentlich ein relativ, ja, nichtiger Dämon sein sollte und den markieren möchte, sich allerdings in eine prekäre Situation bewegt und feststellen muss, dass der Dämon gar nicht so harmlos ist. Und am letzten Endes gerät sie in Lebensgefahr und wird in letzter Sekunde noch von einem anderen Dämon gerettet, der zu ihr sagt, er möchte eigentlich nur mit ihr sprechen und das nimmt Lila natürlich nicht so ernst und kann in letzter Minute noch fliehen. Blöderweise sitzt er am nächsten Tag im Bio-Unterricht vor ihr. Und ja, mehr sage ich jetzt mal zu der Geschichte einfach nicht. Das Buch ist im HarperCollins Germany Verlag erschienen. War mir vorher nicht bekannt, dass es den überhaupt gibt. Ich glaube, vielleicht ist er auch noch relativ neu. Kostet 16,90 Euro und hat 28 Seiten. Das hier ist ein Leseexemplar, dementsprechend sowas bekommt ihr nicht für 16,90 Euro, sondern ihr bekommt es dann in der gebundenen Ausgabe. An dieser Stelle möchte ich mich aber natürlich nochmal für das Rezensionsexemplar bedanken. Ja, Jennifer L. Armentrout ist uns ja eigentlich keine Unbekannte, denn sie hat Obsidian geschrieben und noch irgendwelche anderen Bücher, die mir jetzt gerade der Name nicht einfällt, Dämonentochter oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich bisher von ihr Obsidian und Onyx gelesen und Opal werde ich demnächst dann auch mal weiterlesen, also diese Lux-Serie, die mag ich ja auch sehr gerne und ich fand, das klang auch echt interessant hier bei Dark Elements. Ich habe es ja dann gelesen und war eigentlich, ja, wie soll ich das sagen, irgendwie erstaunt, weil es sich, finde ich, von der Art und Weise es zu erzählen, von der Lux-Serie schon ziemlich unterscheidet, also
Ja, natürlich haben wir jetzt hier mal eine Protagonistin, die irgendwie kein Mensch ist, sondern dass wir jemanden haben, der so hybridenmäßig unterwegs ist und dass Layla natürlich auch durch diese dunkle Seite, diese dämonische Seite, ja, vielleicht auch ein bisschen einfach anders handeln würde als jemand mit normalen menschlichen Fähigkeiten. Dann ist es so, dass sie natürlich zwischen den Welten hin und her gerissen ist, weil sie einerseits ja bei den Wächtern ist und eigentlich auch gut sein möchte, dort aber auch nicht hundertprozentig akzeptiert wird, weil sie halt nun mal auch zur Hälfte Dämonin ist und das lassen sie teilweise auch sehr spüren. Und ja, das halt einfach schon mal diese innere Zwiespältigkeit oder diese Nicht-Zugehörigkeitsgefühl, was wir bei der Protagonistin haben. Das war schon mal erstmal so ein Gefühl, das ich finde, was im Buch eigentlich ganz gut rübergekommen ist, weil ich mich auch nicht, aber das ist die Frage, ob das Buch das wollte, weil ich mich als Leser auch nicht so richtig, ja, am rechten Fleck gefühlt habe. Also irgendwie kam ich mir auch teilweise schon falsch vor. Das war aber kein positives Gefühl. Es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, okay, das Buch schafft es, mich in die Situation der Protagonistin zu bringen, sondern irgendwie hatte ich keinen Zugang zu dem Buch. Ja, wir lernen dann natürlich noch andere Charaktere kennen, die sehr wichtig sind, die ja teilweise auch sehr gezwungen wirkten. Also den Dämon, der Layla rettet, der ist Roth. Roth. Mit TH, ganz schrecklich. Und den lernen wir natürlich auch näher kennen. Und ich kann auch bis heute nicht sagen, ob ich ihn mag. Also ja, ich weiß es nicht. Also es war schon sehr arg gelenkt, wohin das alles geht. Und es war sehr, ja, man konnte das schon sehr absehen, wohin das alles irgendwie gehen sollte. Und es war, finde ich, wenig so überraschende Wendepunkte dabei. Und wenn man sich das jetzt mal so erzähltechnisch anguckt, würde man ja sagen, so eine Geschichte, die läuft auf so einen Höhepunkt hin und der Höhepunkt ist halt am Ende, dass es dann so einen großen Knall gibt. Kann ich irgendwie gar nicht benennen, dass es bei dem Buch so war. Also es ist immer zwischendurch mal wieder was passiert, was dann spannend war, wo es ein bisschen Action gab. Dann ist es aber wieder abgeflaut, dann kam vielleicht noch mal was Stärkeres wieder abgeflaut und dann ganz zum Ende hin war es irgendwie super schnell vorbei. Und das war was, wo ich dachte, das ist irgendwie nicht gut gelöst gewesen. Also ich weiß auch nicht, da habe ich mir was anderes vorgestellt und irgendwie konnte mich das einfach nicht so mitreißen. Das fand ich sehr, sehr schade. Und also, ich bin mir total unschlüssig bei dem Buch. Ich hatte einfach wirklich nicht das Gefühl, dass ich bei den Charakteren bin, dass ich da hinterstehe, was die machen, dass die, ja, dass ich so überzeugt bin davon. Versteht ihr, was ich meine? Also kann man das irgendwie nachvollziehen, dass man zu Charakteren so den Zugang haben will und so sagen kann, okay, ich kann verstehen, was die machen und ich finde das gut, was die machen oder wie auch immer, dass man einfach so mitgeht. Und das war mehr so ein, ja, ich habe mir das halt angeschaut. Und das war halt so weit weg, aber so gefühlstechnisch kam da bei mir halt einfach nicht so viel rüber. Und das fand ich sehr verwirrend, weil bei Obsidian ist es bei mir ganz genau anders gewesen. Da ist vielleicht die Geschichte weniger actionreich gewesen, wie es jetzt hier ist, aber da haben mich die Charaktere einfach viel mehr mitgerissen. Und das finde ich interessant, weil letztendlich scheint es ja dann wirklich da ausschlaggebend zu sein, ob man mit den Charakteren klarkommt und nicht unbedingt, ob die Story jetzt die allerbeste ist. Ja, dementsprechend viel Gequatsche um nichts. Ich habe dem Buch 3 Sterne gegeben. Schlecht ist es nicht. Vielleicht geht es euch auch anders. War es jetzt irgendwie eine komische Zeit, wo ich es gelesen habe? Ich kann es nicht benennen. Aber also ich freue mich schon auf den nächsten von Jennifer Elamjord. Also Opal werde ich dann lesen. Und da bin ich mal gespannt, weil gleiche Autorin und irgendwie so zwei komplett verschiedene Arten, eine Geschichte zu erzählen. Ich weiß auch nicht. Also vielleicht habt ihr das ja auch schon gelesen. Ging euch das auch so? Das würde mich total interessieren. Ich bin sehr verwirrt, was das angeht. Ja, weiß auch nicht. Also vielleicht lest ihr mal rein. Es ging ja schon gleich am Anfang irgendwie so. Wenn ihr meine Leseprobe lest, dann könnt ihr das vielleicht irgendwie besser einschätzen. Ich weiß auch nicht. Also ich bin sehr verwirrt mit diesem Buch. Irgendwie komisch. Mal gucken, wenn der zweite Band dann rauskommt, ob, also was der dann so verspricht oder so. Da höre ich mir dann auch noch mal ein paar Meinungen an, weil irgendwie, ich weiß nicht. Hat natürlich so geendet, dass man gedacht hat, na toll, das ist ja doof. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, jetzt muss ich ein Jahr warten oder wie lange auch immer, bis der nächste Band rauskommt. So war es auch nicht, muss ich sagen. Also das war bei Obsidian eher und da ist es nur ein halbes Jahr und da dachte ich dann immer schon so, oh, scheiße. Also irgendwie hat es mich nicht gecatcht, die Geschichte. Ja, das war es auf jeden Fall jetzt von mir und diesem Video. Ihr merkt, das ist ein bisschen wischiwaschi. Man sollte sich selber ein Bild darüber machen.
Aber ich finde es faszinierend, dass man so die Autoren so, also ein und dieselbe Autorin, aber völlige Art, andere Art und Weise, mir die Charaktere nahezubringen. Sehr komisch. Naja, auf jeden Fall war es das wirklich jetzt von mir in diesem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, genießt das Leben und genießt das Lesen und macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.